Willkommen meine Freunde zum neuen Video auf meinem Kanal, heute wieder zum Trading Video. Freunde, wenn es euch natürlich gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr neu hier seid, nichts mehr verpassen wollt, lasst doch sehr, sehr gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ab geht's! Freunde, ich habe nämlich heute zwei Trading-Methoden für euch vorbereitet. Schauen wir uns natürlich an, um was es heute gehen wird. Ihr seht, wir sind natürlich auf dem zweiten Account, dass ich euch das hier wie immer mit 100 Plätzen zeigen kann. Auf dem Hauptaccount habe ich nie mehr als 10 Plätze meistens frei, deswegen würde das keinen Sinn machen. Deswegen sind wir wieder hier unterwegs. Wie gesagt, der Account ist hauptsächlich da, um euch zu zeigen, wie die Methoden funktionieren, dass ich die mit 100 Plätzen zeigen kann. Obwohl wir hier nicht mal 100 Plätze hatten. Wie ihr seht, haben wir nur 88 Plätze voll gemacht. Wir sehen 15 Verkäufe, gehen natürlich drauf ein. Wie gesagt, zwei Trading-Methoden am Start. Wir fangen auch mit der ersten an. Die erste ist etwas für ein bisschen mehr Budget. Also ihr braucht maximal, wenn ihr beide Methoden machen wollt, so um die 30.000, 35.000 Münzen. Sollte jeder von euch eigentlich easy haben. Ihr seht, das erste geht mit seltenen Silberspieler von der Top-Ligen einfach oder Top-Nationen. Besser gesagt, Top-Ligen ist hier glaube ich nichts dabei. Nee, außer einer von der französischen ersten. Aber wie gesagt, die kriegt ihr alle für fast Abstoß. Wie ihr die holt, zeige ich euch natürlich. Gehen erst auf die ein, dann gehen wir natürlich auf die zweite Methode noch ein. Holen wir erstmal davon eine Ladung. Ich zeige euch, was ihr einstellen müsst. Ist relativ einfach eigentlich. Ihr stellt hier Silber selten ein, also das eigentlich, das müsst ihr immer machen. Hier stellt ihr Basic ein, ist auch relativ einfach. Hier stellt ihr 250 ein und dann sucht ihr euch hier was aus von irgendeiner Nation, wo ihr wollt. Wie gesagt, ihr könnt hier wirklich jede Nation bieten, von den Top 10 würde ich sagen, oder Top 9 besser gesagt sind das ja nur. Gehen wir jetzt auf mal Argentinien und dann bieten wir wirklich auf jede Karte, die hier ist, 250 und stellen die dann für 600 rein. Viele fragen sich bestimmt, okay, für was werden die gebraucht, für was muss man die kaufen. Wer eine Icon SBC abschließen will, braucht 11 seltene Silberspieler und 11 seltene Bronzespieler. Wenn er einen KK, Hierro oder Keen oder so abschließen möchte, bei Torres und so weiter auch. Also braucht ihr diese Sachen so gesehen dafür. Theoretisch könnt ihr diese Karten auch im Verein bunkern und warten, bis noch bessere Icons kommen, die die Leute mehr machen wollen. Dann werden diese Karten auch automatisch noch mehr steigen, das ist klar. Aber wie gesagt, ihr könnt die aktuell sehr, sehr gut UV verkaufen, diese Karten, weil die Leute oft zu faul sind, die zu erbieten, kaufen die einfach. Und wie gesagt, ihr kauft die dann für 250 und verkauft die dann für so 600 bis 700. Also für 600 gehen die wirklich problemlos weg. Ihr könnt die auch für 700, 800 verkaufen oder noch teurer. Gehen halt weniger weg, ne? Ihr seht das, wie viele hier schon mitbieten. Ja, hier ist reichlich durchgeboten gerade. Gehen wir ein bisschen weiter hinter. Ihr sagt, wenn ihr seht, okay, ist durchgeboten, ist ja gar nicht schlimm, geht ihr einfach ein paar Seiten nach hinten und bietet wieder mit, ne? Ist eigentlich relativ easy. Und dann bietet ihr einfach weiter, bis ihr halt eure Liste voll habt. Wichtig ist, dass ihr da, wenn ihr diese Methode macht, das mit 100 macht, mit Kombination mit der anderen Methode. Das ist eigentlich, ja, relativ easy. Also leichtere Methoden gibt es nicht. Wie gesagt, diese Karten ist ein Abschlusswert 240, 245 oder so. Und ihr erbietet die für 250. Also habt wirklich null Risiko bei diesen Karten. Gehen wir noch auch mal auf die Spanier. Wie gesagt, das könnt ihr wirklich mit jeder Nation machen, dass ihr hier auf jeden 250 bietet. Wir werden uns auch anschauen, wir kriegen die fast alle. Also ihr habt auch gesehen, wir hatten die Liste nicht mal ganz voll. Aber ihr macht die Liste voll. Das ist immer wichtig, dass ihr 100 Plätze habt. Warum, fragen sich bestimmt auch viele, warum sollte man eine 100er Liste immer voll haben? Ist natürlich logischer, dass ihr von 100 Sachen mehr verkaufen könnt, wie wenn ihr nur 20 anbietet. Wenn ihr 20 anbietet, habt ihr nur eine Chance, maximal 20 zu verkaufen. Wenn ihr 100 anbietet, habt ihr die Chance, 100 theoretisch zu verkaufen. Ihr werdet halt nie alle auf einmal verkaufen, aber ihr werdet pro Stunde bestimmt mal so 20, 30 Verkäufe haben, was auf jeden Fall klar geht. Wir schauen mal, welche wir schon bekommen haben. Wir sehen hier, wir bekommen hier fast alle. Ich glaube, bei einem wurden wir überboten. Ja, bei dem Argentinier ist ja gar nicht schlimm. Wie gesagt, ich biete da auch nicht mehr nach. Also wenn ich überboten werde, lasse ich die Karten auslaufen, biete die nächste Karte drauf, biete da nicht nach. Würde ich euch auch nicht empfehlen, dass ihr das macht. Was ihr auch noch holen könnt, wie gesagt, ihr habt die Methode hier gesehen. Spieler werden auch gebraucht, wie gesagt, seltene Bronzespieler und seltene Silberspieler. Man muss jetzt sagen, Bronzespieler habe ich jetzt nicht so viele drauf. Ihr seht auch, es wurden zwei
Stück hier für 300 erboten. Das ist jetzt bei den 300 dann nicht so ein guten Gewinn natürlich, aber bei den 500er ist das ein Gewinn von 325 Münzen, bei denen hier ein Gewinn von 150 ungefähr nur. Also wie ich die hole, werde ich euch natürlich auch zeigen. Ihr seht, ich zeige euch, was ich noch drauf habe. Wir haben die alle hier drauf. Ich habe, glaube ich, mehr Silberspieler oder mehr Bronzespieler. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, mehr Silberspieler habe ich drauf. Ich würde euch immer so empfehlen, dass ihr so 50-50 macht. Wenn ihr natürlich merkt, okay, jetzt die Silberspieler laufen bei euch besser, macht ihr die Silberspieler. Kann natürlich aber auch sein, dass bei einem die Bronzespieler besser laufen. Ihr macht ungefähr mit beiden Karten die gleichen Coins ungefähr. Also ihr macht pro Karte, wenn die natürlich die Silbernen für 600 gekauft werden oder 650, macht ihr ungefähr 350. Und wenn hier die Bronzenen gekauft werden, macht ihr auch 350, außer die werden erboten. Wie gesagt, die kriegt ihr alle für 150. Wie ich die hole, zeige ich euch natürlich. Oh, ich glaube, es ging was weg oder wir wurden überboten. Okay, wir wurden überboten. Ich werde die jetzt hier auch mal wegmachen, dass wir Platz haben. Ihr sagt, ihr habt hier auch oft noch Verkäufe in den ersten paar Minuten, weil ein paar Karten natürlich irgendwie in der Footbin-Lösung sind oder so und die keiner auf dem Schirm hat. Ihr seht, dass 15 Minuten sind die gerade mal drin. Holen wir natürlich jetzt ein paar Bronzekarten, Freunde. Wie gesagt, was macht ihr hier? Ist auch relativ einfach. Ich stelle natürlich auf Bronze selten. Macht hier auch Basic. Wie gesagt, Torhüter wollen wir Torhüter nie bieten. Torhüter ist das ranzigste, was ihr bekommen könnt. Und das ist eigentlich genau der gleiche Filter wie bei den Silberkarten, außer dass ihr hier statt 250 150 macht. Also das sind so zwei einfache Methoden. Und dann geht ihr hier wirklich durch und bietet auf jeden 150. Stellt die dann für 500 rein. Wie gesagt, ihr seht das, wie viele es hier zum Bieten gibt. Also hier gibt es noch mehr zum Bieten, wie natürlich bei den Silbernen. Ihr seht das hier, also Bronzespieler gibt es sehr, sehr viele, weil natürlich auch viele Bronze-Pack-Methode machen. Schauen wir mal Engländer, ja, bieten wir auch ein paar. Wir gucken einfach, dass wir die Liste voll machen. Ich werde die Liste mit euch gemeinsam dann noch auffüllen natürlich. Zeige euch das, wie ich die reinstelle, die Karten. Könnt ihr natürlich auch noch teurer reinstellen. Aber ihr seht das, wie viele Karten es hier en masse gibt. Okay, 150 hätte ich mitgenommen, aber mehr. Ich biete nie mehr wie 150. Also bei den Bronzekarten biete ich nie mehr wie 150. Bei den seltenen nie mehr wie 250, weil ich sehe das nicht ein, da 50 Coins mehr zu bezahlen. Auch wenn es hier welche für 200 gibt. Viele schreiben immer drunter, okay, die gibt es jetzt auch viele für 200. Das ist gar nicht schlimm. Schaut euch mal an, wie viele es ganz vorne für 200 gibt, nur den einen. Ja, und jemand, der jetzt schnell eine Icon SBC machen will, welchen nimmt der hier mit? Der nimmt entweder den hier mit oder den hier, ne? Oder jemand, der ganz schnell sein will, hier den hier. Also die machen, die meisten sind faul, die das einkaufen für die Icon SBCs. Die kaufen diese Karten ruckzuck, Hauptsache die werden schnell fertig. Die wollen hier nicht 10 Stunden im Menü hängen. Die wollen ihre Icon dann spielen, so sind die Leute unterwegs und so machen wir dann unsere Münzen, ist relativ easy, auch hier mit den Deutschen genauso, können wir auch 150 auf jeden bieten, okay, da ist jetzt sehr oft geboten, gehen wir ein bisschen nach hinten, schauen wir natürlich, was wir da bekommen, da geht hier jede Seite immer durch, immer 150 auf jeden, so, schauen wir mal noch Holländer, Freunde, Holländer, wie gesagt, ihr könnt wirklich jede Nation machen, einzige Nation, die glaube ich nicht geht, bei beidem nicht Brasilien gibt es einfach nichts auf dem Markt, Bronzemäßiges und Silbermäßiges, also die anderen Nationen könnt ihr machen. Wie gesagt, Brasilien muss man sagen, kriegt ihr wahrscheinlich überhaupt nicht. So, jetzt haben wir hier genug bekommen. Ich denke mal, wir kriegen die Liste damit voll. Gucken wir mal. Wie gesagt, wir haben jetzt hier sehr, sehr viel bekommen. Wir gucken auch mal, was wir nicht bekommen haben. Wie gesagt, das zeige ich euch ja auch immer gerne. Aber ich sage euch hier, man bekommt hier fast alles. Okay, wir haben jetzt drei Karten hier nicht bekommen. 300, 350, gar nicht schlimm. Wie gesagt, machen wir die Karten natürlich einfach auf die Liste. Machen die hier immer für 600 drauf. Also die mache ich immer so für 600 oder könnt ihr auch 650 machen. Wegen 50 Münzen ist egal. Die Leute werden die Karten trotzdem kaufen. Dann macht ihr hier mit dieser Karte, wenn ihr die so für 600 verkauft, macht also da 650, macht ein kleines bisschen mehr wie mit den Bronzenen. Mit den Bronzenen macht ihr dann so 350, mit denen hier so 380, wenn die so für 650 weggehen. Was ich echt in Ordnung finde, wie gesagt, das sind absolute Schmutzkarten. So, und wir machen damit ordentlich Münzen. Ihr müsst euch das vorstellen. Drei Karten sind immer ein Tausender, was sehr, sehr gut ist. Und wie gesagt, ihr könnt damit, wenn ihr das jeden Tag durchzieht, locker in der Woche eine Million machen und pro Tag locker über 100k. Also 100k sollte mit dieser Methode eigentlich jeder am Tag easy schaffen können. Ich sage mal so, weil ja, ihr verkauft so viel immer.
jede Stunde neu anbieten, dann geht das schon klar. Das kann wirklich jeder, das ist auch nicht wirklich viel Arbeit, muss man wirklich sagen, Freunde. Also ihr seht, wie leicht das ist, die Liste hier voll zu bekommen. Und wenn die Liste einmal auf 100 ist, dann ist die relativ gefüllt, sagen wir es mal so. Und ihr habt am besten schon Vorrat, wenn die nächsten auslaufen, dass ihr nicht direkt kaufen müsst, wenn ihr natürlich Verkäufer habt, ne? Dass, wenn ihr jetzt habt, wenn ihr jetzt Verkäufer habt, dass ihr direkt hier auf der Kandidatenliste drauf geht und wieder nachfüllen könnt, ne? Das ist auch wichtig, dass ihr da dann nicht noch 15 Minuten warten müsst, bis ihr die nächsten erboten habt. Ne? So, die sollen ruckzuck am besten alle gleichzeitig rein. Deswegen versucht die so schnell wie möglich natürlich reinzustellen. Das empfehle ich euch auch immer. Liste ist jetzt eh gleich voll. Wir haben ja eh hier noch ein paar dann auf Vorrat. Was könnt ihr natürlich machen, wenn ihr sagt, okay, die gehen jetzt nicht mehr so gut weg. Ihr könnt theoretisch auch dieses Silver Pack machen, wenn ihr hier 11 Stück habt, weil ihr zahlt für dieses Silver Pack nur so gesehen dann 1100 oder sagen wir mal maximal 1500, 1650 genau, wenn man es so nimmt, wenn man jede von 150 holt. Muss aber so sagen, aus diesem Silberpack holt man halt mindestens 3k raus. Deswegen würde ich euch schon empfehlen, das mitzunehmen, wenn ihr eh sagt, okay, ihr habt ein paar übrig, speichert die im Verein, baut die SBC und dann geht das schon klar. Diese Liste ist relativ jetzt schnell voll. Wurde noch was überboten oder wie sieht's aus? Wie gesagt, ihr seht das hier auch hier, die haben wir relativ easy bekommen. Okay, der wurde für 200 sofort gekauft, ist gar kein Problem. Ja, so würde ich euch das halt empfehlen zu machen, Freunde. Wie gesagt, wichtig ist immer, das mit 100 zu machen, sonst macht das wenig Sinn. Wenn jemand schreibt, der macht das mit 10 Karten oder 20 Karten, macht das kaum einen Sinn, das zu machen. Aber so geht das auf jeden Fall gut mit 100 Karten. Wie gesagt, wir hatten jetzt 15 Verkäufe und ich hatte nicht mal 100 drauf. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr in schlechten Runden, sehr, sehr schlechte Runden, mindestens so 10 Verkäufe habt. In guten Runden safe eure 30, 40 Verkäufe habt. Gerade 19 Uhr, wenn neue Sachen kommen, könnt ihr da natürlich 30, 40 Verkäufe easy haben. In der Nacht ist natürlich schwieriger da. So 10 Verkäufe gehe ich von der, in der Nacht aus, so werdet ihr ungefähr haben. Wenn ihr das mit 100 immer macht, wird natürlich auch mal Runden geben, wer vielleicht auch nur 5, 6 weggehen, wird auch passieren, Freunde. Deswegen nicht enttäuscht sein, jede Stunde einfach neu listen, dann geht das schon klar. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das gerne rein. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.